Benjamin! Gut, dass ihr bei uns seid. Ich könnte Hilfe brauchen. Aha. Wer bist du? Ich bin Haytham Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Cyrus. Und ich werde es einhalten. Bam. Nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. Alright. Naja. Yay, Sequenz 2 beendet. Vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Boston 1755. Winter 1755. Also bestimmt ein paar Monate nach dem Ganzen, was wir gerade eben gesehen haben. Gut. Hallo Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Lexington? Ah, okay. Können wir da vielleicht auf dem Weg noch ein paar Aussichtspunkte mitnehmen? Bestimmt. Wobei ich immer das Gefühl hatte, hier in dem Spiel geht es gar nicht so sehr um die Städte, sondern mehr um das Wildland. Die Siedlung und das Grenzland. Waren in dem Game hier irgendwie immer viel interessanter als Boston und New York. Bestimmt gut kalt.
wenn wir eher auf dem Weg nach da unten sind, nehmen wir die ganzen Aussichtspunkte in der Richtung einfach mit. Ich denke, wir werden uns in dem Let's Play auch so ein bisschen drauf konzentrieren, die Siedlung auszubauen. Aber das kommt alles erst noch ein Stück später. Überall diese Katzen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Aber das finde ich cool mit den Adler-Symbolen, mit den angelegten Flügeln und dann den ausgebreiteten Flügeln, wenn man es erkundet hat. Das ist cool, das... Hatten sie, glaube ich, bis jetzt noch keinen Teil. Das ist eine coole Idee. Sonst waren die doch, glaube ich, immer schwarz ausgefüllt. Mit einem weißen Rand. Und wenn man sie dann erklommen hat, dann wurden die doch so weiß ausgefüllt, wie das jetzt hier das Symbol auf der Minikarte ist. So, den nehmen wir noch mit. Und dann noch den da unten und den da unten und dann ist gut. Das war auch in dem Teil zum ersten Mal, dass sie hier solche Passagen reingemacht haben, wo man Häuser durchqueren konnte, um schneller irgendwie durch Straßen durchzukommen. Das hatten sie in den Teilen davor noch nicht. Ich finde dass Assassin's Creed 3 irgendwie so ein bisschen Meilenstein in dem Franchise war. Weil davor hat man halt drei Spiele lang mit Ezio gespielt und Ezio war sau cool, keine Frage. Aber trotzdem, finde ich, wurde es nach Revelations mal Zeit für was Neues. Und dann kommen die hier mit Assassin's Creed 3 um die Ecke und das war halt nur geil. Ja, alles ein bisschen moderner, ja. Nicht mehr irgendwie 1400 irgendwann in Florenz, sondern halt direkt mal gute 300 Jahre später. Ja, nicht ganz, 250 Jahre später. Aber trotzdem. Ich fand's schon nice. Das ist sehr praktisch.
Und ich finde, es hat schon irgendwie was, so ein bisschen hier durch Boston durchzu reiten und einfach. Man muss überlegen, Assassin's Creed 4 spielt ja schon wieder vor Assassin's Creed 3, weil Edward ist ja Hathems Vater. Heißt also, in dem Spiel hier ist alles schon wieder noch ein bisschen moderner als noch in Assassin's Creed 4. Und ich finde, man merkt das auch. Die Kolonien, meine. Ich finde, gerade dieses Thema hat irgendwie schon was ganz Spezielles. Ich finde es mega interessant. Kolonien und der ganze. Die ganze. Ja. Geschichte von den Vereinigten Staaten. Kolumbus hat Amerika entdeckt, ich glaube es war 1492, wenn ich es auswendig im Kopf habe. Dürfte auch so ungefähr der Zeitraum sein, in dem Assassin's Creed 2 spielt. Ich meine, es geht mit Ezio los in 1476 und so, und 1500 oder 1501 ist er doch dann in Rom und kämpft gegen die Borgia. Ich habe die Zahl im Kopf. Ob sie ganz genau stimmt, weiß ich gerade nicht. Au. Oder war es 1426? Nee, es kann ja nicht sein. Dann wäre er ja schon 74, wenn er gegen die Borgia kämpft. Nee, ich glaube, es war 1476. Oder 75 oder so. Na, irgendwo da halt. Das heißt, als Ezio gegen die Borgia kämpft, ist Amerika schon entdeckt. Und nun, so knappe 250 Jahre später, ist das hier draus geworden. Was ist das? Kurier, also. Nee, jetzt kann man da. Ah, da kann man schnell hinreisen. Ja, geil. Ja, ich möchte bitte ins Grenzland reisen. Oh. Ferdinand. Haben wir denn eine Karte? Ja, haben wir, aber da ist noch nicht besonders viel sichtbar. Egal, wir reiten mal zu dem Treffpunkt. Wenn wir an irgendeinem Aussichtspunkt vorbeikommen, können wir den ja auch nochmal mitnehmen. Und dann kennen wir uns in dem Gebiet hier bald richtig gut aus. Es
war auch so das erste Mal in Assassin's Creed, dass man irgendwie nicht in einer Stadt ist, sondern dass man mehrere Orte hatte, die durch so eine Wildnis hier verbunden waren. Also ich meine, klar, in Assassin's Creed 2 hatte man halt eben Florenz und Venedig und die Romagna und Monteriggioni und so, aber es waren halt alles Orte. Und hier war es dann zum ersten Mal so, dass man so ein größeres Gebiet hatte, wo kleinere Dörfchen und so waren. Das gab es ja davor nicht in den Spielen. Das fand ich damals eine ziemlich geile Neuerung, gerade mit dem Jagen und so, was nachher alles noch eingeführt wird. Das fand ich ziemlich, ziemlich geil damals. Weil es eben was Neues war. Ich glaube, wir hätten auf die andere Seite müssen. Ach guck, da steht er doch. Nicht überzeugt. Wir sollen starten. Habt ihr sie gefunden? Sie hat ihr Lager nicht weit von hier. Sehr gut. Nun, je eher wir sie finden, desto rascher können wir wieder ins Warme. Mit den Pferden? Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Sir. Ja? Braddock besteht auf meiner Rückkehr in seine Dienste. Ich bat um mehr Zeit, doch ohne Erfolg. Ihn ärgert bestimmt noch der Verlust Pitcairns. Ganz zu schweigen von seiner Demütigung. Tut wie verlangt. Ich versuche derweil euch freistellen zu lassen. Der Ärger tut mir sehr leid. Nicht eure Schuld. Zu spät. Das Feuer ist noch nicht lange aus. Die Spuren im Schnee frisch. Sie ist noch nicht weit. Verdammt! Die Spuren sind frisch. Das müssen wir sein. Sie hat sich nach oben gewandt. Aus dem Schnee heraus und dann wollen. Wartet hier. Oh, verdammt. Warte, komm zurück. Geh zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Ich komme hier allein zurecht. Aber Sir. Kein Aber. Geht. Lauf nicht weg. Ich muss mit dir reden. Ich bin nicht dein Feind. Bitte, hör mir doch zu. Oh mein Gott, Vibe, so lass mich doch sprechen. Genug von diesem Spielchen. Oh.
Gut, dass ich so schnell reagieren kann. War da nicht noch irgendwo ein dritter Wolf? Du kostest mich Nerven, Weib! Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Haven. Ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre. Gazio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Zio. Nun sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Doch erst müssen wir ihn finden. Ach. Nichts leichter als das, oder? Ich vertraue dir nicht. Ich weiß. Du bleibst hier. Eine Mohawk-Squaw wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Das hoffe ich. Immer diese Katzen im Hintergrund. Das ständige Tosen der Brandung. Das Salz, was er brennt in den Augen.
Und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles fort. Bist du sicher, dass wir da hingehen? Ei, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Wollten bis hierher vorrücken. Was Braddock wohl dagegen unternehmen will? Der ist schon zum Vorposten aufgebrochen. Ich wette, unsere kleine Ruhepause hier ist bald beendet. Wir marschieren sicher bald nach Süden. Oi! Wohin willst du? Ich? Nee, dein Zwillingsbruder. Also ich wollte gerade gehen. Ah, und nun? Tja, nun werde ich dir ein paar Zähne ziehen. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein? Barschlägerei! Was kann man denn noch zerstören? Eine Wunde. Ach, das ist nichts. Hier. Das sollte die Blutung stoppen. Das war nicht nötig. Aber danke. Wir sollten weiter. Triff mich später bei Braddock's Camp. Nicht überzeugt. Da unten. Okay. Schön, Leute. Ich würde sagen, für heute belassen wir es dabei. Wenn euch das Ganze bis hierher gefallen hat, dann gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig drüber freuen. Ich freue mich schon wie so ein Schneekönig, weil ich ja endlich wieder Assassin's Creed 3 spielen kann und dann auch noch in neu und geil. Ach, ich freue mich einfach. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, Leute, passt auf euch auf, macht's gut, ciao.